Folge 215 von Simotrans. Ja, wir waren letztes Mal hier unten bei der Bäckerei, die keinen Zucker hatte. Wie wir sehen, da müssen wir uns also um den Zucker kümmern. Lass uns mal gerade gucken. Der Zucker kommt. Kommt der hier weg? Nein, das ist die Bäckerei. Habe ich gerade wieder angeklickt. Wir waren natürlich hier bei der Zuckerrübenfabrik. Die hier in Döbeln war das, ne? Ist ja, genau. Die Zuckerrübenfabrik hat keine Zuckerrüben. Das ist unser Problem. Das heißt, wir müssen nach Zuckerrüben Ausschau halten, die wiederum vom Zuckerrübenbauern kommen, der hier ist. Der auch Fahrzeuge hat, aber diese Linie, der auch Zuckerrüben vielleicht hat, aber der bringt Schüttgut dahin. 16 Tonnen Schüttgut. Jetzt kurze Frage, ist das Schüttgut? Zuckerrüben, ist Schüttgut. Er hat auch reichlich hier, aber ich glaube, er fährt nur mit einem LKW dahin. Kann das sein? Ja, das ist unser größtes Problem und der ist auch noch veraltet. Dann sollten wir vielleicht mal schauen, dass wir das Zuckerrübenproblem so lösen, indem wir dann mal einen LKW erstmal drauf kriegen, der mehr Zuckerrüben durch die Gegend fährt, ne? Wo ist denn der? Ach, der hat auch noch wahrscheinlich urselange Wege, ne? Ja, lass mal rauszoomen. Da oben war die Zuckerrübenfabrik und die Zuckerrübenbude ist hier unten, ne? Ja. Okay. Macht Sinn, den dahin zu fahren und dann mit dem Zug? Nein, macht keinen Sinn. Der kann auch gleich mit dem LKW weiterfahren. Sinn würde es nur machen, den LKW hierhin fahren zu lassen und dann weiter mit dem Zug. Aber, naja. Ich glaube, das sprechen wir jetzt nicht an. Das lassen wir jetzt erstmal. Ja, jetzt ist er ja auch gleich da, dann sehen wir auch, dass er die 16 Tonnen holt. Tut er auch, das ist schon mal gut. Das bedeutet, was passiert in der Zuckerrübenfabrik? Die ist wahrscheinlich schneller leer, als wir gucken können. Die hat da einen Zucker. Das heißt, auch hier werden die Zuckerrüben produziert und auch weiter transportiert dann wohl. Jetzt ist die Frage, wer transportiert die wohin, ne? Wo ist denn hier die Anlieferung? Details, Haltestelle verbunden, würde ich jetzt gerne wissen wollen. Produktion, war. Achso, das muss ich umgekehrt machen, ne? Muss ich erstmal schließen hier. Den können wir auch zumachen. Mach das auch nochmal gerade zu. Jetzt müssen wir gerade gucken. Ne, das war falsch. Das war richtig V. Achso, das ist hier schon ein Zuckerrübendepot oder was. Ganze blöd ein Stück wartend. Warte, da kommt ein LKW. Stück gut. Und die hat er auch schon genommen, alles klar. Aber der wartet noch auf voll, ne? Wie viel hat er denn da drauf an den LKW? Auch einer, alles klar, deswegen geht da auch nichts. Und auch veraltet, ne? Wollen wir auch nicht drüber reden dann. Gut, das kann zu. Ach, jetzt weiß ich gar nicht, wie die andere Linie hieß. Wo ist der Zuckerrüben-LKW? Da kommt er. Zuckerrüben-Döbeln und Zuckerdöbeln-Adenau. Alles klar. Zucker, Döbeln, Adenau, was bedeutet? Der fährt bis da hinten hin, den Zucker durch die Gegend. Aber das muss nicht sein, oder? Gucken wir mal. Also erstmal müssen wir jetzt hier den zweiten LKW ans Ziel bringen, dass er, also nicht den zweiten LKW, sondern den die Zuckerrübenlinie revolutionieren. Muss ja ganz unter sein, Zuckerrüben da. Die können alle Zuckerrüben transportieren. Das ist hier den Straßenreiniger, der saugt dann die Zuckerrüben ein. 5 Tonnen Schüttgut, okay, aber ich glaube, das ist eher Müll. 10 Tonnen? 15 Tonnen. Ist die Frage, ob der auch einen Anhänger kann. Nee, kann er nicht, weil es keinen gibt. Es gibt nur einen.
Warte mal, dann müssen wir den gerade gucken. Der kann 21 Tonnen, das ist also mehr. Er kann nur 15 Tonnen, kostet 67 Cent. Und er kostet 65 Cent, 67, 2 Cent. Jetzt gibt es aber bestimmt keine Zugmaschine, die nur 2 Cent kostet. 12. Okay, aber das ist trotzdem rein rechnerisch wahrscheinlich dann möglich. Jetzt ist die Frage, welcher Sattelschlepper ist denn dafür da? Wen kann man da vorhängen? Alle? Mein Glück ist gleich wieder so, dass es nicht so ist, ne? 80 km/h, wie schnell fährt der Anhänger? Auch 80 km/h, also brauchen wir da jetzt nicht auf Geschwindigkeit gucken, die können das alle. Der ist leistungsstark. Der ist noch leistungsstärker. Der fährt 10 km/h schneller, bringt uns nichts. Das heißt, ich würde den nehmen. Mit dem, passt. Und suche dann die Zuckerrübenlinie daraus. Muss ja eigentlich ziemlich weit unten sein. Zuckerrübendöbeln. Das ist der und würde jetzt die Kopierenfunktion benutzen für 3, 5 Fahrzeuge. Und würde dann den Zuckerrüben-LKW, der da drauf ist, auch ausmustern. Ist das Zuckerrüben Döbeln gewesen? Ja, muss ich erst wieder gucken. Ja, da. Ah, der ist gerade leer, dann können wir den zum Depot schicken. Beziehungsweise wir müssen gar nicht den zum Depot schicken, sondern ausmustern. So, die fünf machen das jetzt. Und die bringen das dahin. So, er ist schon wieder unterwegs. Und der bringt jetzt 27 Paletten dahin. Okay, da ist nur die Frage, wie fertigen wir das sonst ab? Hier fährt doch schon mal ein guter Zug da lang. Aber der fährt nur mit Stückgut, ne? Schüttgut. Nee, der hat auch Stückgut da hinten dran. Ne? Und zwar 93 und der hat 27. Das bedeutet, rein theoretisch, ich weiß es nicht genau, aber wir können das mal checken, müsste eigentlich das auch von da rübergebracht werden können. Okay. Das wäre jetzt der. Der ist ja noch nicht da. Da können wir noch die Linie ändern. Döbeln Rathaus. Radolfzell Markt. Ach, der fährt gar nicht so weit. Die Rüben gehen von Radolfzell bis dahin. Aber ich glaube, wir können das noch ändern hier. Und zwar soll der hier anliefern. Und den hier löschen wir mal gerade raus. Und gucken dann an dem LKW, ob der die Zuckerrüben dann da ausliefert. Okay, hier fahren gerade die Sattelschlepper und ja, lassen das mal schneller fahren, bis die fünf wieder da sind. Ne, das war nicht. Auch nicht. Wann kommt der erste? Da ist er. Da sind die Zuckerrüben angeliefert worden. Farblich ziemlich gut. So sehen Zuckerrüben wahrscheinlich auch aus, so rot-braun. So, jetzt die Frage, ob der LKW auch was kriegt. Ja, hat er ja schon. Und dann muss man noch gucken. Ach so, das ist ja hier. Er fährt jetzt. Zuckerrüben-Döbeln-Anhauer. Der fährt aber ein falsches Ziel noch an. Das passt nicht. Haben doch die Linie geändert, oder? Fahrplan, Döbeln-Waldbeckhafen, jetzt passt's hier. Das hat er jetzt erst mitgekriegt. Rosa,
Da ist er, okay, er war schon ein bisschen weiter gefahren. Nur gucken, dass er die... Ach, sag nicht, dass es... Okay, jetzt fährt er in die richtige Richtung, hoffe ich. Genau. Machen wir Verfolgen aus. Klicken wir hier ein Dingens an. Müssen wir gucken, wo die Zuckerrüben gleich sind. Eigentlich muss der Weg da hinten hinführen, oder? Oder auch nicht, ich weiß nicht. Aber wenn, dann würde er ja nichts transportieren, obwohl er ja... So, die Zuckerrüben liegen jetzt auf jeden Fall. Ne, der Zucker liegt jetzt auf jeden Fall hier. So, jetzt müssen wir gucken, wann hier ein Zug erscheint. Da ist einer. Und der hat die 27 Tonnen mitgenommen, oder? Da fährt er. 54 Paletten Zuckerrüben. Zucker, nicht Zuckerrüben. So, das heißt, der fährt die Runde. Wohin? Dahin? So, die Paletten ist da, angekommen. Das heißt, da brauchen wir nicht mehr. Und den nehmen wir jetzt. Und ich hoffe, der kann nur landwirtschaftliche Güter. Das heißt, der kann keine Zuckerrüben, weil keine Paletten da sind. Das heißt, der Zug nicht. Der ist jetzt auch egal. Der fährt ja nur den kurzen Weg. Das ist optimal schon eigentlich. Und ich glaube, da brauchen wir nicht für die kurze Strecke mehr LKWs. Da lassen wir erstmal das und gucken uns das an, wenn das mehr wird. So, er fährt jetzt hier ein Stück gut auch. Fährt da auch rein wahrscheinlich und nimmt wahrscheinlich die 54 Paletten mit. Allerdings, wenn er Südfrucht und so erstmal mitnimmt, dann können wir lange warten, bis der Zucker da wegkommt, ne? Ja. 16.000 Paletten Südfrüchte. Das ist schlecht. Also, der ist ja da unten offen. Und zwei Anhänger nur, ne? Und die landwirtschaftlichen Güter sind leer. Würde bedeuten, der ist jetzt da angekommen, da können wir gerade gucken. Und da sind wahrscheinlich gar keine landwirtschaftlichen Güter mehr da, oder? Ach so, ist ja hier offen. Doch, die sind ja da, aber werden die angeliefert, ist die Frage, ne? Da kommt ein LKW. Der hat aber nichts mit und der holt auch nichts. Der fährt aus lauter Langeweile durch die Gegend. Zwei LKWs. Ach, ist gerade ein neues Jahr angefangen, deswegen fahren die keine Miesen ein, ne? Vom Hafen bringen wir das Zeug rüber am Südostwald. Gute Frage, ne? Ich frage, ob da was passiert. Ich lasse den mal noch offen, das müssen wir später noch kontrollieren, müssen wir dann schauen. Der Zug steht jetzt hier, weil was? Weil Durchgangsverkehr ist wahrscheinlich. Ja komm, macht keinen Sinn. Stück gut war gefragt, ne? Elektrotraktion haben wir auch. Loks. Achso, das sind alles Triebwagen hier, ne? Also eine Straßenbahn wahrscheinlich. Also sieht fast so aus wie eine Straßenbahn. So, jetzt müssen wir mal gucken, was elektrisch hier ist. Und effektiv. Und diese hier ist es vielleicht wahrscheinlich hier. Die war doch von, wie hieß er denn noch? Keine Ahnung. Achso, jetzt haben wir sie schon genommen. Die fährt 150, 489... Das ist Diesel. Das wäre auch noch eine Elektrotraktion.
1128, fährt sogar 200. 160 ist Maximum, 120. Hier rechts ist noch eine mit 200. 7,41 Euro. Die ist natürlich günstig. Ach nee. Da ist 2,62 Euro natürlich günstiger. 5 Euro. Ich habe die schon hier gekauft. War schon wieder ein Fehler, ne? Ich würde dann doch diese hier favorisieren. 3,5 hat die und ist günstig. Die hat zwar mehr, aber ich glaube, wir nehmen die günstigere. Was war das? 2,62. Das ist Diesel, oder? Ne, ist eine E-Lok auch. Sieht man leider den Abnehmer nicht so. 2,75. 3,61. Hier ist noch eine günstiger, 2,48, aber nur 90 km. Wie schnell fährt die denn hier? 120, okay. Ja, ich glaube, das ist schon okay mit der hier, ne, oder? 2,62. Die sind alle lahmarschiger. Also 120 ist jetzt hier schon okay, ne? Die hat 140 bei 489. Ich glaube, wir bleiben bei der Lok da oben mit. Den ganzen Tag schon mit 2,62. Was war das hier noch? Wieso ist die hier noch? Keine Ahnung. Ja, das ist unsere Lok. Und Waggons mit Stückgut sind gefragt. Machen wir unten Zucker, dann haben wir auf jeden Fall das passende Stückgut dabei, ne? So, hier sind 25 Paletten. 20. 23, was ist das hier? 31, das ist doch unser Zug dann, oder? Wie viel kann er denn? Haltlänge 4, Haltlänge 5. Ich glaube, Haltlänge 6 ist Maximum, ne? Ein mehr und es wird Haltlänge 7? Nein, ist auch noch Haltlänge 6. Aber dann ist Haltlänge 7, ne? Okay, dann heißt es nur 6 und das reicht. Und jetzt müssen wir nur wissen, wo der Zug eben war, ne? Ist das der hier unten? Ja, das ist der Gerstemühle Getreidehof. So, das ist unser Weg. Und starte das mal. Achso, das Depot war hier schon, ne? So, gucken, wann er da rauskommt, dass wir den mitkriegen. Komm schon. Oh, da fährt gerade einer noch rum. Ein Personenzug fährt da gerade noch rum. Und dann kommt er wahrscheinlich da auch raus, oder? Ah, da war wohl rechts vor links, da kommt noch einer. Da ist er. Der ist der langsame, ne? Wahrscheinlich mit 100 oder 90 vielleicht sogar nur. Jetzt aber. Ist am Signal da oben vorbei oder kommt noch ein anderer? Hä? Wartet auf freie Strecke. Signal sehe ich da vorne schon. Warum wartet er? Wer hat denn so früh reserviert hier? Ach, der will auch wahrscheinlich nicht nach da oben links fahren, sondern er will nach unten rechts fahren. Alles klar. Jetzt kommt der erst und danach fährt unser raus. Das war der, den wir vielleicht sogar ausmustern sollten, ne? Da ist er. So, jetzt holt er da ganz viel ab. 279 Paletten bei 16.000. Wird das dann okay sein. Und 211 Paletten Zucker sind schon da. Ja. Fährt der jetzt lang? Ich glaube, du fährst erstmal nach Südostwald, oder?
Ne, kein Weg mehr. Ohne Route. Jetzt findet er eine Route. Hoffe ich. Okay. Ist das hier Südostwald? Nee. Döbeln Südostwald, okay. Fährt auch weiter. Findet keinen Weg mehr. Okay, warum findet er keinen Weg hin? Döbeln Südostwald. Wo muss er denn hin? Hier muss er hin, oder? Ja, Döbeln Südostwald. Gerstemühle Getreide läuft nicht. Ha? Der andere fährt doch da auch lang, oder? Ach, ich weiß, warum man keinen Weg mehr findet. Ist klar. Wir haben nicht elektrifiziert. Das ist klar. Kein Strom, kein Weg. Alles gut. Ja, wo ist denn hier der Stromschiene? Brauchen wir nicht. Wir brauchen Oberleitung. Ja, er fährt jetzt leider woanders lang. Fahrplan. Schicken wir da erstmal hin. Der Strom ist schon mal gesetzt. Und das war die Oberleitung. Wir könnten natürlich auch, ist jetzt egal, komm, jetzt machen wir das so zu Ende. Weil so geht's ja auch, ne? Die Frage, okay, der fährt da rein und daraus sollte so funktionieren, ne, oder? Hier ist nochmal zweigleisig, wo noch nichts ist. So, und dann sollte es funktionieren, oder? Da kommt er und fährt auch durch, will ich hoffen. Okay, sieht gut aus. Okay, dann fährt er natürlich auch da lang. Können wir mal gerade verfolgen. Was haben wir hier? Okay, der fährt jetzt wo? Was? Döbeln, Südostwald, Döbelnstadt. Achso, das ist der. Ja? Welcher LKW ist denn das? Ach so, das sind zwei von denen. Okay, den hatten wir an. Das wollen wir nachher zum Schluss noch mal einmal reingucken. Und hier ist es 54 Tonnen Zucker wieder dabei. Also die fahren den Zucker gut durch die Gegend. Und er hier fährt jetzt gerade gleich in den Bahnhof rein. Und hier, nee, will ich nicht. Gut, er fährt da gerade rein und kriegt Ladung. 186 von 279. Ach so, er nimmt auch Eier mit. Eier werden da auch transportiert. Wo kommen die Eier weg? Das ist die Frage. Okay, der ist aber nicht voll, oder? Wieso ist der nicht voll? Da war noch mehr. Das heißt, die Klamotten kommen auch noch, werden auch noch woanders hingebracht, oder wie? Aber, nee, für mich jetzt nicht schlüssig. 31 Paletten Eier, 168 Paletten Mehl. Habe ich jetzt was verpasst?
Der Zucker ist nicht transportiert. Nur Mehl und Eier. Wo fährt der hin? Hatte der das mitgenommen? Ist die nächste Frage, ne? Was liegt hier am Bahnhof? Weizen, Eier, Post. Was wird hier abgeholt? Ist die nächste Frage. Super, der Halt ist nur 5 lang und nicht 6. Das hat dann auch wieder nicht geklappt. Deswegen war der wahrscheinlich noch nicht mal voll, oder was? Okay. Der hat nur Schüttgut bei. Der auch. Ist die Frage, ob es hier überhaupt einen Zug gibt, der das irgendwo hinbringt, ne? Aber muss ja kein Zug sein, kann ja auch ein LKW sein, der das macht, ne? Müssen wir alles checken. Komisch, schwierig. Werden wir sehen. Achso, er ist hier unten, ja. Also zurück nimmt er nichts mit. Jetzt ist noch die Frage, ist da 6 oder 5? Passt er da rein oder nicht? Ist auch nur 5. Hier was umzubauen ist zu schwierig, brauchen wir gar nicht anfangen. Oh, hast gesehen? Auf dem Acker war. Ja, das ist dann so, dass wir da nur einen 5er Halt haben. Das heißt, den kannst du gleich nochmal abschneiden. Aber er hat Zucker mit. Der ist schon mal gut. Das bedeutet, wir machen hier erst einen Cut. Wir müssen den gleich, also nicht gleich, sondern in der nächsten Folge, müssen wir den nochmal bearbeiten, kürzen. Und dann setzen wir noch einen zweiten drauf bei 16.000 Früchten hier. Südfrüchte, die da irgendwo hin transportiert werden müssen, können ruhig ein zweiter Zug dahin. Und dann haben wir vielleicht die Waggons im Depot auch alle weg. Gut, machen wir bei der nächsten Folge, weil wir sind schon verdammt lang unterwegs. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch genauer habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Genauso gut Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet, was wir ändern sollten oder besser machen sollten oder auch sonst was schreiben und gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.